Hallo. Weiter unsere Steuergelder auf den Kopf haut, werden wir jetzt zur Abwechslung was dazu verdienen. Haben Sie schon mal versucht, Dinge, die Sie nicht mehr brauchen, zu Geld zu machen? Wir machen das heute mit dieser Playstation. Weil ich sehe für diesen gefragten Artikel, es gibt halt Leute, die... Betrunkene Katze. Ja, aber wie findet man die und wer blättert am meisten dafür auf den Tisch? Also los geht's. Das Ding bringen wir jetzt unter die Leute. Die Sony PlayStation 3, 5 Jahre alt, ein Methusalem unter den Spielekonsolen, Nordpreis 599 Euro. Inzwischen gibt es modernere Geräte für weniger Geld. Was ist die Dattelstation wohl noch wert? Immerhin steckt ein Blu-ray-Player drin. Ich sag 70. Sie versucht aufzustehen? Nee, nee, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, ich hab die aufgerufen. Die guckt jetzt nur, bin ich daheim? Ah, doch, jetzt war so. Also, jetzt kommt betrunkene Katze. Ich werde heute wieder bezahlen. 50. Mehr nicht. Wie komme ich mehr? Nee, weil ich schon bei Jahr alt bin. Irgendwie konnte ich hier niemals einig werden. Die Schätzung für die Playstation Entschuldigung, von 20 Stella. Bis 200 Euro. Das ist süß, 92 Euro. Mit dem Wert gehen wir jetzt zu unserem Experten. Und oh, die Tür, die macht voll Stella voll eifersüchtig. Jetzt will sie wieder zurück. Das schaffst du schon, Stella. Go, Stella, go! Go, Stella, go! Na, sieh mal. Mach mal halt. Ja. Ich weiß noch, dass die 599 Euro. Komm, jetzt hör auf zu filmen. Das ist ja schon. Komm mal, mach die Tür zu, nicht, dass er rausgeht. Die darf nicht raus. Also, die muss unter Beobachtung bleiben. Au, oh, man muss richtig schlagen. Bekommt sie jede 80 Euro, die der Experte geschätzt hat. Als Verhandlungsbasis legt sie 90 Euro vor. Sag mal was. Oh mein Schatz. Aber sie kann es fast. Komm her, Stella. Können wir uns in der Mitte irgendwie... Also kann man als Weiß noch was machen? Nein, aber ich meine, können wir irgendwie... Ja. Und komm, Stella. Und sagt, ich können wir irgendwie 80 Euro... Machen. So. 75 Euro. So, jetzt Schluss. Komm, bitte.